and I go, ooh, 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 I am flying, ooh. Freunde, wir sind hier vor der Jochen Schweizer Arena. Wir machen heute was richtig Cooles. Ich weiß es, aber der Mick noch nicht. Ey, ich habe keine Idee, was wir heute hier machen sollen. Ich weiß es einfach nicht, aber ich freue mich drauf. Ja, kommt alle rein. Und ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Es ist total geil, sowas wollte ich schon immer mal machen. Ey, Kleiner, traust du dich denn wirklich? Ja, ich bin hier der Flieger. Mal mit, ich zeige euch das. Mal mit, ich zeige euch das. Freunde, das sieht mega gefährlich aus, aber wir werden es für euch testen. Top oder flop. Guck mal, wie total anstrengend es für die Füße oder halt überhaupt für den Körper ist. Ob das gut gehen kann? Wenn, ich werde sicher viel höher fliegen als du. Ich bin eh besser. Das werden wir ja noch sehen. Ja, Freunde, und innen drin auf dem kleinen Fernseher sind auch die Stundenkilometerzahl angezeigt. Im Moment sind es so circa 160 Stundenkilometer. Der presst hier sogar die Haut aus dem Gesicht. Jetzt werden wir von Gabe eingewiesen. Das ist Gabe. Steht mir super. Ben sieht leider Banane aus. Nein, ich finde nicht. Jetzt höre ich nichts mehr wegen den Ohrenstöpseln. Was hast du gesagt? Jetzt kommt das Supergeile, die Brille. So. Voll geil, Leute. Es geht los, es geht los. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can fly. See, I was on the verge. Und wenn ich für dich fliegen muss, und wenn ich für dich fliegen muss, krieg ich das irgendwie hin, krieg ich das irgendwie hin. Und wenn ich für dich fliegen muss, wenn ich für dich fliegen muss, krieg mir das irgendwie hin. Buddy. Ja, alles gut, oder? Oh. Oh, hey. Es war mega geil. Die Luft vor allem. Wie du hochgesprungen bist. Das war das Geilste, was ich je gemacht habe. Einer der geilsten Sachen. Auf jeden Fall muss ich mich jetzt. Weil da drin war es so laut. Das ist jetzt voll komisch. Jetzt erzähle ich euch mal, wie das war. Also, es war zum einen was sehr schwierig, sich da zu halten. Das sieht man vielleicht auch. Und ich habe mich nicht so gut halten können. Nein. Das ist das geilste Gefühl, was man je hatte, wenn man da oben ganz alleine schweben durfte. Man denkt, es ist, dass da gar keine Luft ist wegen dem Anzug. Dann denkt man, man kann fliegen. Das ist
so geil, weil fliegen will ja eigentlich fast jeder Mensch, das träumt jeder. Also und da hier werden deine Wünsche wahr. Also die Fliegwünsche. Und ich gebe mal zur Meinung, Top oder Flop, würde ich einen Top geben. Was meint ihr? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ben, was meinst du? Also auch ein Top von mir. Und liken und abonnieren nicht vergessen.